Auch 2024 heißt es wieder, her mit den kuriosen Art Supplies. Muss man sie unbedingt haben oder ruiniert man am Ende sogar sein ganzes Artwork mit ihnen? Ich mache mir jedenfalls mal wieder die Hände oder besser gesagt die Stulpen schmutzig und finde das heraus im heutigen Video. Es gibt schon so einiges Seltsames auf dem Markt für Art Supplies. Bei manchen Kunstmaterialien fragt man sich doch tatsächlich, für was sind die überhaupt gut? Wie benutzt man sie und helfen sie uns weiter oder machen sie am Ende gar alles noch schlimmer? Letztes Jahr habe ich bereits solche Kunstmaterialien für euch getestet und dieses Jahr geht es damit weiter. Somit herzlich willkommen bei meinem neuen Video mit kuriosen Art Supplies im Test Teil 2. Für alle, die neu sind, mein Name ist Kerstin. Und auf meinem Kanal Miss Kunterbunt Art gibt es fast jeden Freitag, fast immer um 17.30 Uhr ein neues Video rund ums Thema Kunst. Letzte Woche hat der Kanal tatsächlich die 2000 Abonnenten erreicht. Ich freue mich so unglaublich drüber und ich möchte Danke sagen. Danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr mich unterstützt. Ja, und deshalb habe ich ein Überraschungspaket für euch vorbereitet, das ich an euch verlosen möchte. Wie und wann, alle Infos hierzu gibt es am Ende des Videos. Ja, und jetzt geht's los mit dem ersten sehr kuriosen Art Supply. Ja, und das Art Supply sieht erstmal überhaupt nicht danach aus, als hat es irgendwas mit der Kunst zu tun. Es ist lang, es ist durchsichtig, ja, man kann es drehen und wenden, wie man will. Da passiert erstmal überhaupt nichts. Ja, gekauft habe ich das Ganze auf Amazon für 17,79 Euro und der offizielle Text lautet Acryl-Künstlerbrücke, 43 cm transparente, kreative Künstlerbrücke zum Malen. Ob uns das allerdings weiterhilft, ich bin mir nicht sicher. Bevor ich allerdings die Künstler-Acrylbrücke zum ersten Mal einsetze, entferne ich noch diesen Klebestreifen. Dann sieht das Ganze auch ein wenig ansehnlicher aus. Ja, und alle Produkte, die ich heute hier zeige und verwende, verlinke ich euch unten in der Infobox. Kurios sieht das Teil ja schon aus und man stellt sich dann doch die Frage, wie soll das Ding bloß in der Kunst zum Einsatz kommen? Wir werfen deshalb einen Blick auf die Pastellmalerei. Ich finde Pastellkreiden, ja, das ist immer so ein Medium, da hat man immer Angst, zumindest geht es mir so, dass man etwas verschmiert. Die Pigmente bleiben überall dran hängen, nicht nur an den Fingern. Ja, insbesondere wenn man im Malprozess schon weiter fortgeschritten ist, weiß man irgendwann nicht mehr, ja, wie man den Stift halten soll, so dass man nicht am Blatt hängen bleibt, dass man die Details nicht mehr verschmiert. Leider passiert es mir trotzdem oft, ja, dass dann doch so ein Missgeschick passiert. Aber genau damit ist nun Schluss, wenn man eine Acrylbrücke hat, denn die legt man sich einfach quer übers Bild. Ja, und dann kann man seine Hand bequem drauf ablegen, muss keine Angst mehr haben, dass etwas verschmiert, sondern kann sich voll und ganz aufs Malen konzentrieren. Ja, das erste kuriose Art Supply ist für mich ein sehr hilfreiches Tool. Preislich zwar etwas teuer, eventuell kann man sich sowas auch selber bauen, aber von der ganzen Idee her von mir einen riesigen Daumen hoch, da es genau das ist, was mir viele Jahre bei der Pastell- und auch Ölmalerei gefehlt hat und ich jetzt wirklich froh bin, dass ich das Tool gefunden habe. Als nächstes ist dieses kuriose Fläschchen dran mit dem Namen Touch-Up Texture. Ja, das Ganze soll für Buntstifte sein und ist von der Firma Brush and Pencil. Erhältlich ist das Ganze für 15,15 Euro bei Jacksons. Das ist ein britischer Art Supply Shop. Allerdings ist mein Fläschchen schon ein wenig älter. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob mittlerweile gewisse Versandrestriktionen gelten. Das heißt, bestimmte Flüssigkeiten dürfen auf bestimmten Transportwegen nicht mehr nach Deutschland verschickt werden. Auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, wann setzt man denn dieses Mittel ein? Ja, nach Informationen oder gar nach einer Anleitung sucht man hier vergebens. Auf dem Fläschchen sind sehr wenige Informationen abgedruckt. Eine Internetrecherche hilft mir dann weiter und deshalb mache ich mich jetzt motiviert ans Werk, um dieses Mittel auszuprobieren. Ich muss ehrlich sagen, obwohl ich das Zeug schon länger zu Hause habe, habe ich es noch nie angewandt. Ich bin jetzt total neugierig, ob das Ganze funktionieren wird.
Vorhin hatte ich es ja bereits schon erwähnt, dass das Touch-Up-Texture insbesondere bei Buntstiftzeichnungen zum Einsatz kommen kann. Vielleicht kennt ihr es ja auch, dass der Prismacolor abbricht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber ist so typisch für Prismacolor. Vielleicht sollte ich mal einen Buntstiftetest über sie machen. Falls euch das interessiert, schreibt es mir gern in die Kommentare. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ja, vielleicht kennt ihr es ja auch, wenn man zu stark aufdrückt oder zu viele Schichten übereinander legt, irgendwann nimmt das Papier keine Farbe mehr auf. Ich zeige es euch jetzt hier an dieser Buntstiftzeichnung mit der Kirsche. Da habe ich unglaublich viele Schichten übereinander gelegt und wie ihr sehen könnt, ja, der weiße Stift hinterlässt kaum noch Spuren. Das ist einfach so ein Zeichen, dass das Papier keine Textur mehr hat, an dem sich quasi diese Pigmente festhalten können. Ja, und dann geht irgendwann nichts mehr. Deshalb habe ich auch vorhin bei der lila Fläche richtig stark aufgedrückt, damit kaum noch Farbe haften bleiben kann. Und genau für diesen Fall, wenn keine Farbe mehr auf dem Papier haften bleibt, hier soll das Touch-Up-Texture Wunder bewirken. Das heißt, wenn ich das auftrage, trocknen lasse, dann soll ich wieder drüber malen können. Also wenn das funktioniert, ich sag's euch, dann bin ich wirklich hellauf begeistert. Da sich gewisse Bestandteile von diesem Mittel unten absetzen, soll man das Ganze erstmal richtig gut schütteln, bevor man mit dem Auftragen loslegt. Sicherheitshalber habe ich mir erstmal überlegt, dass ich mit der lilafarbenen Probefläche beginne, bevor ich mich dann an mein Kunstwerk mit der Kirsche wage. Ja, und hier werde ich jetzt erstmal nur die linke Hälfte mit dem Touch-Up-Texture behandeln. Ja, die rechte Hälfte bleibt frei, damit wir später auch hoffentlich einen Unterschied erkennen. Was mir jetzt allerdings gleich zu Beginn extrem auffällt, ist, dass sich diese Hälfte, auf der dieses Touch-Up-Texture jetzt angewandt wurde, ziemlich verfärbt. Ich hoffe, man kann das über den Bildschirm erkennen, denn das Ganze wirkt jetzt irgendwie heller. Jetzt ist erstmal Warten angesagt und natürlich besteht bei mir die Hoffnung, dass diese Verfärbung wieder weggeht während dem Trocknungsprozess. Ich lasse das Ganze für euch im Zeitraffer ablaufen und ich muss aber sagen, dass es auch in der Echtzeit nicht allzu lange gedauert hat, nur ein paar Minuten, aber das stand auch auf der Flasche drauf, dass dieses Medium ziemlich schnell trocknet. Leider ist die Verfärbung beim Trocknen nicht weggegangen. Trotzdem schreiten wir zur Stunde der Wahrheit und beginnen mit der unbehandelten Fläche. Und boah, es ist ein Riesenunterschied, wie ihr sehen könnt. Links das Ganze mit diesem Touch-Up-Texture, das funktioniert tatsächlich. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, aber das ist ja echt der Hammer. Also ich muss wirklich sagen, dann ist es mir auch fast schon egal, ob das Ganze verfärbt ist. Denn wenn ich dann das Ganze mit Farbe so übermalen kann, dann sieht man ja ohnehin diesen Untergrund kaum mehr. Also ich muss wirklich sagen, ich bin restlos begeistert. Deshalb mache ich mich jetzt ganz mutig an mein Werk mit der Kirsche, das mich mindestens 15 Stunden Arbeit gekostet hat. Wenn hier dann was schief läuft, oh, das wird mich schon so ein klein wenig ärgern, muss ich sagen. Und ich habe auch so etwas Panik, dass ich es ruinieren könnte. Man sieht es nämlich schon ziemlich stark, wo man das Mittel aufgetragen hat. Allerdings ist die Verfärbung in diesem Fall komplett nach dem Trocknen verschwunden, obwohl das Bild auch mit den Prismacolor gemalt wurde. Ja, und wie ihr sehen könnt, funktioniert es jetzt auch wieder super, mit dem weißen Stift hier Highlights zu setzen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin restlos begeistert von diesem kuriosen Art Supply und deshalb kann es von mir nur einen Daumen nach oben geben. Allerdings der Hinweis an der Stelle an alle, die das Produkt kaufen wollen, probiert es auf jeden Fall vorher aus auf einem Schmierzettel mit eurem Papier, mit euren Stiften. Man weiß nie, wie solche Mittel immer mit unterschiedlichen Materialien wirken. Also lieber auf Nummer sicher gehen, bevor ihr es auf euer Kunstwerk, in das ihr vielleicht schon 10, 20 Stunden reingesteckt habt, auftragt. Und ich denke, dann werdet ihr auf jeden Fall viel Spaß mit dem Touch-Up-Texture haben. Beim nächsten kuriosen Art Supply hatte ich mir gedacht, super, das ist genau das Richtige für mich, denn wenn ich nämlich mit dem Sketchbook unterwegs bin und mal eine coole Zeichnung machen möchte, ja, dann mache ich mir nicht mehr die Finger schmutzig, wenn ich diesen Stift hier benutze. Peel and Sketch heißt dieser Stift übrigens und das Ganze ist ein Kohlestift von der Firma Generous. Gekauft habe ich ihn auf Amazon. Da gibt es beispielsweise ein Dreierpack nur mit schwarzen Stiften in verschiedenen Härtegraden plus einen Knetradierer und das Ganze kostet dann 11,36 Euro.
Was ist jetzt so besonders an diesem Kohlestift? Ja, ihr könnt es vielleicht schon sehen. Ihr habt hier so einen Faden dranhängen und das Ganze ist irgendwie eingepackt in Papier. Aber wie das Ganze wirklich funktionieren soll, ist auch hier wieder ein großes Rätsel, denn eine Anleitung sucht man auch hier wieder vergebens. Ich entscheide mich deshalb spontan dazu, einfach mal an diesem Faden zu ziehen und zu schauen, was dann passiert. Mein Gegner, eine endlos scheinende Papierummantelung, die ein wahres Eigenleben führt. Ich muss sagen, ich war zwischendrin richtig verzweifelt. Ja, und mir wird also ziemlich schnell klar, dass das wohl nicht der richtige Weg sein kann. Das hier war dann das Ergebnis. Ja, ich muss sagen, es liegt vielleicht ganz gut in der Hand und es sieht auch jetzt nicht so schlecht aus, aber ja, ich wollte dann doch auf Nummer sicher gehen und habe dann auf YouTube nach einem Anleitungsvideo gesucht und habe zum Glück auch eins gefunden. Die Lösung soll sein, dass man nur ein kleines Stück an dieser Schnur zieht, vielleicht so 1 bis 1,5 Zentimeter, und dann kann man das Papier entfernen. Bei mir klappt das allerdings, ja, wie ihr sehen könnt, nicht wirklich gut. Da war die radikale erste Variante sogar noch irgendwie besser und zielführender. Ich muss sagen, ich bin total genervt und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass ich mit den Stiften eine entspannte Zeit zusammen mit meinem Sketchbook verbringen kann. Vielleicht kann mich das Malen mit dem Stift ja nochmal umstimmen, aber auch da folgt erstmal die Ernüchterung, denn ein Stift bricht gleich mal ab, als ich die Stifte auf den Tisch lege, und derselbe Stift bricht dann ein weiteres Mal, als ich mit ihm male. Insgesamt denke ich, dass der Stift recht gut malt, aber durch das Abhielen des Papieres und das Freilegen der recht dünnen Mine wird dieser Stift extrem bruchanfällig, sodass es fast besser ist, das Papier so lang wie möglich dran zu lassen, wie ich hier jetzt im zweiten Fall das getan habe. Zusammenfassend komme ich zu dem Ergebnis, dass sich für mich der Mehrwert dieses Stiftes überhaupt nicht erschließt. Auch beim holzgefassten Kohlestift werden meine Finger nicht schmutzig beim Malen. Letzterer ist zudem auch nicht in dem Ausmaß bruchanfällig, da das Holz so ein Stück weit Stabilität verleiht. Man könnte vielleicht auch noch argumentieren, dass man den Peel and Sketch nicht spitzen muss, wie die holzgefasste Variante. Man muss also auch nicht einen riesen Spitzer mitnehmen, ist man mit dem Sketchbook unterwegs. Aber trotzdem, so ganz richtig ist es auch nicht. Man braucht hier und da vielleicht doch ein Schleifbrett, um ihn in Form zu bringen, sollte man vielleicht auch mal kleine Details malen wollen. Ja, zudem bleibt am Ende ganz schön viel Müll übrig für recht wenig Vorzüge, wie ich finde. Ich möchte aber trotzdem an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass beispielsweise bei diesem YouTuber, der diese Anleitung gemacht hat, das Ganze mit dem Abhielen wirklich funktioniert hat. Bei mir leider nicht. An was es lag, ich weiß es nicht. Ich kann leider nur das bewerten, was ich so hier erlebt habe. Ja, und deshalb gibt's von mir für dieses kuriose Azublei leider einen Daumen runter. Das vierte und letzte kuriose Azublei kommt in dieser Box hier und gibt's für 13,99 € bei Weltbild. Also schauen wir schnell mal rein, was sich drinnen verbirgt. Von außen wirkt dieses Azublei erstmal überhaupt nicht kurios und auch der Blick nach drinnen bringt jetzt nicht den riesen Überraschungseffekt. Eventuell könnten es Kugelschreiber sein, Ersatzminen sind dabei, aber auch Spitzer, so ganz passt das Ganze nicht zusammen. Deshalb werfen wir erstmal einen Blick auf die Rückseite, denn da kommt die Lösung. Es sind wieder befüllbare Buntstifte in einem 50-teiligen Set. Ich zumindest habe noch nie etwas von wiederbefüllbaren Buntstiften gehört. Wie sieht's da bei euch aus? Habt ihr sowas schon mal ausprobiert oder kennt ihr das? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, das wird mich total interessieren. In dem Set sind 24 verschiedene Buntstifte mit drin, also 24 verschiedene Farben. Es gibt jetzt keine Farbnummer oder Farbbezeichnung, aber der Schaft, der glitzert schön, also für alle Glitzerfans ist das genau das Richtige. Wenn man die Stifte gekauft hat, dann ist keine Mine sichtbar, aber die ist bereits eingelegt. Wenn ihr dann hier hinten dran dreht, dann kommt die Mine vorne raus. Ihr könnt auch wieder in die gegensätzliche Richtung drehen, ja, dann verschwindet die Mine wieder im Schaft. Im Set enthalten sind zudem auch noch zwei dieser schönen kleinen Spitzer. Die Spitzer haben auf der Seite so eine kleine Öffnung, passend für diese dünne Mine. Ihr solltet die Mine allerdings so ein Stück weit rausdrehen, weil sonst schafft sie es nicht an die Klinge. Und zudem solltet ihr wirklich vorsichtig sein, denn mir ist es doch so einige Male passiert, dass eine Mine abgebrochen ist.
Für jeden der 24 Stifte gibt es jeweils eine Ersatzmine. Ja, und wie man die tauscht, das schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr die Minen hier rausnehmen wollt, solltet ihr ebenfalls sehr vorsichtig sein, denn mir kamen gleich mal zwei abgebrochene Stücke entgegen. Also die Minen scheinen sehr bruchanfällig zu sein. Der Austausch bzw. das Einsetzen einer neuen Mine ist wirklich einfach. Ihr schraubt dieses Mal das vordere Teil ab. Ja, und schon könnt ihr die Mine entnehmen bzw. eine neue Mine einsetzen. Schraubt dieses Ding wieder drauf und schon kann es weitergehen mit dem Malen. Malen ist das richtige Stichwort, denn wir wollen die 24 Farbtöne auch noch swatchen. Ich denke, für 13,99 brauchen wir uns da nichts vormachen. Da kommen mit Sicherheit keine professionellen Künstlerstifte dabei raus. Ja, und so ist auch mein Eindruck hier beim Swatchen. Die Farben sind im Großen und Ganzen ja recht hart. Manche Töne sind etwas ja angenehmer und auch so im Ergebnis schöner als andere. Es gibt einen Ton, der ist richtig gruselig. Dieser Grauton hier, der hat so schwarze, harte Bestandteile mit drin. Boah, das war so richtig kratzig und unangenehm und auch das Ergebnis sieht richtig unansehnlich aus. Ja, also es ist wirklich so, dass es keine super Stifte sind, aber im Großen und Ganzen kann man mit ihnen schon was anfangen. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in so einem Ausmalbuch gerade so Details damit ausmalt, weil eben diese Mine so schön dünn ist, kommt man auch gut in kleine Ecken rein. Oder was ich dann noch ausprobiert habe. Ich habe mir mein Sketchbook genommen und habe einfach so mal mit den Blautönen ein wenig so eine kleine Zeichnung gemacht. Also auch dafür sind sie ganz gut geeignet, wie ich finde, auch zum Mitnehmen mal, wenn man unterwegs ist. Ja, aber insgesamt ja, sind sie da wirklich ausbaufähig. Es ist Luft nach oben. Ja, zusammenfassend komme ich dann zu einem Ergebnis und zwar, dass ich die Idee von wiederbefüllbaren Buntstiften richtig toll finde, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Allerdings ist es momentan nur so mittelmäßig umgesetzt bei den Buntstiften von Weltbild. Mich würde es daher interessieren, was namhafte Hersteller wie Faber-Castell, Caran d'Ache oder andere aus diesem Thema machen würden. Ich glaube, wir hätten dann wirklich danach so ein Produkt, das man richtig toll einsetzen kann für hochwertige Kunstwerke. Ja, aber ich denke, da müssen wir wahrscheinlich noch ein wenig warten. Deshalb gibt es von mir für dieses kuriose Art Supply an der Stelle einen mittelmäßigen Daumen. Das war Teil 2 der kuriosen Art Supplies. Ja, wie fandet ihr das Video und welche Produkte haben euch am besten gefallen? Habt ihr vielleicht sogar schon ein paar der Produkte zu Hause und könnt eure Erfahrungen teilen? Das wäre super. Schreibt es mir gern in die Kommentare. Meine zwei Favoriten sind ganz klar diese Malbrücke und das Touch-Up-Texture. Für mich total hilfreich und die beiden werden auf jeden Fall öfter zum Einsatz kommen. Die wiederbefüllbaren Buntstifte von Weltbild, ja, die Idee ist grandios, wie ich finde, aber an der Umsetzung hapert es leider noch so ein klein wenig. Die Qualität ist nicht so da, wie sie sein soll. Ja, und dann gab es auch noch den Peel and Sketch Stift. Ja, der hat mich leider so überhaupt nicht überzeugt. Die Minen sind abgebrochen, das mit dem Peelen hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, mich würde es jetzt natürlich interessieren, vielleicht hast du ihn auch zu Hause und hast komplett andere Erfahrungen gemacht. Bitte teile deine Erfahrungen in den Kommentaren, das würde uns hier total weiterhelfen, ob ich jetzt vielleicht nur Pech hatte mit meinem Stift oder ob da wirklich ein grundsätzliches Problem vorhanden ist. Fast sind wir am Ende des Videos angekommen. Eine Sache fehlt noch. Ich hatte es ja bereits zu Beginn angekündigt. Ich möchte gern eine Überraschungsbox mit Art Supplies an euch verlosen. Als Dankeschön, dass ihr meinen Kanal unterstützt, dass ihr meine Videos schaut, liked und kommentiert. Ja, ich bin unglaublich glücklich drüber, dass ihr da seid. Ja, deshalb habe ich die Überraschungsbox für euch gepackt. Da sind Art Supplies drin, die ich in meinen letzten Videos vorgestellt habe. Ja, teilweise sind die Art Supplies nagelneu und zum Teil habe ich sie einmal in den Videos benutzt. Ich hoffe jedenfalls, dass jemand da draußen sehr viel Spaß haben wird mit den Kunstmaterialien. Ja, und wie könnt ihr die Box nun gewinnen? Ihr schreibt es einfach in die Kommentare, dass ihr sie haben wollt, hier unter dieses Video. Bis 24.01. werde ich die Kommentare berücksichtigen. Zudem würde ich mich freuen, wenn ihr noch hinzufügt, welches euer Lieblingsvideo ist auf meinem Kanal. Ja, und jetzt wünsche ich allen, die teilnehmen, viel Glück.
Und fast hätte ich es vergessen, ich wollte euch ja auch noch verraten, was es in meinem Etsy-Shop zu kaufen gibt. Ich beginne nämlich genau mit solchen Art-Supply-Boxen, so kleine Art-Mystery-Boxen mit gemischten Art-Supplies drin aus meinen Videos. Ich hoffe natürlich, dass meine Art-Supplies ganz viele von euch glücklich machen werden, ja. Und ich bin so in den letzten Zügen und ich denke, so in den nächsten 2, 3 Wochen wird es dann losgehen. Ich gebe euch dann aber nochmal Bescheid, wann konkret der Shop eröffnet. So, und bis dahin wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, bleibt kreativ und wie immer macht die Welt ein wenig bunter.